Bewusst, wer bin ich eigentlich wirklich? Ich erkenne, ich bin nicht mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit. Ich habe einen Körper, einen Verstand, eine Persönlichkeit. Aber ich bin der Besitzer, der Benutzer. Mein Körper und mein Verstand, das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich aber bin der Erfahrende. Ich bin der sich vor langer Zeit entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Da gab es meinen Körper und Verstand noch gar nicht. Ich bin reine Energie, Bewusstsein. Ewiges Sein. Ich trage hier nur ein Erdenkleid, eine Schuluniform. Aber ich bin der Träger und sollte mich nicht mit meiner Kleidung identifizieren. Als der ich wirklich bin, als Bewusstsein, schaue ich meinem Körper einmal beim Leben zu und erlebe mich als bewusster Beobachter. Damit komme ich ganz von selbst. Vom Denken zur Wahrnehmung. Denn als Beobachter nehme ich wahr, was gerade geschieht. Und ich mache mir bewusst, damit habe ich sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet. Denn was ich beobachte, das kann ich ja nicht sein. Und bleibe in der Wahrnehmung. Der Verstand kann sich irren. Aber die Wahrnehmung ist fehlerfrei. Zeigt zuverlässig nur, was ist. Ich mache die Erfahrung, jeder Gedanke bringt mich sofort wieder in den Verstand, sonst könnte ich ja nicht denken, und damit ins Ich und beendet die Wahrnehmung. Aber mit einem Schritt bin ich wieder der Beobachter und in der Wahrnehmung. Damit bin ich in der Wirklichkeit meines wahren Seins angekommen und erlebe mich als erwachtes Bewusstsein. Erlebe, dass ich damit nur noch die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in mein Leben ziehe, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen.
leitete damit ein in das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. Damit bin ich auch mein eigener Lehrer und Meister. Und ich erkenne, dazu muss ich gar nichts ändern. Denn das alles bin ich ja bereits. Ich brauche mich nur wieder daran zu erinnern und bewusst zu leben als der, der ich wirklich bin, als ich selbst.